Hey, ja. Willkommen zurück zu Starhawk, zur nächsten Mission. Letztes Mal haben wir die Pipeline beschützt auf einem Planeten und haben ja dort einen größeren Kampf gehabt, wo wir unter anderem auch in den Hawk einsteigen mussten, um ihn sowohl am Boden als auch in der Luft zu benutzen. Und ja, mussten dort diverse Bombardierungen abwehren oder auch einen Großangriff. Haben wir getan, haben eigentlich den Lift verloren. Und ja, jetzt geht's trotzdem weiter mit der nächsten Mission. Deswegen würde ich sagen, Spiel fortsetzen. Und zwar spielen wir jetzt die Mission Ballards Kreuzung. Ja, wo wir wahrscheinlich ja die Folgen von der letzten Mission haben werden, weil dort, wie gesagt, dieser Lift zerstört wurde. Wahrscheinlich sind wir auf der Suche am 9. Zumindest konnte man anhand des Previews vielleicht so ein bisschen erkennen vom letzten Mal. Aber diesmal gibt es ja die Zwischensequenz in voller Länge. Da werden wir auch sauer sein. Soweit er fertig geladen hat, wie immer. Die Ladezeit betrifft übrigens nur den ersten, wenn man das erste Mal lädt, übrigens. Cutter, hast du einen Lifter zur Hand? Nein, im Moment nicht. Aber lass mich ein wenig suchen. Hey, Riftspinner! Yeah. Was du getan hast, gar nicht übel. Du hast uns gerettet. Hast was gut bei uns. Hab ich nicht. Naja, du hast noch richtig was vor dir. Und wir sind bereit, dir dabei zu helfen. Na dann, an die Arbeit. Rücksichtslos ist er. Alle diese Menschen werden leiden wegen diesem Freak. Nicht beachten, aber wir stecken gelinde gesagt in der Klemme. Bedank dich beim Union-Schlepper dafür, dass er deinen einzigen Lifter zerstört hat. Jonas, wir haben etwas. Ballards Kreuzung. Sagt Ihnen das was? Wir haben diese Siedlung vor Jahren an die Outcasts verloren. Ich habe gehört, dass es sie noch gibt. Aber ich habe keine Ahnung, ob sie noch funktioniert. Da der Letzte in den Ausläufern ist, sage ich, versuchen wir es. Wir brauchen nur ein paar Tanker mehr für den Schlepper. Und fertig. Ballards Kreuzung. Beschissener Ort, um einen funktionierenden Lift zu finden. Aber wir dürfen nicht wählerisch sein. Nach der Pipeline nehmen wir, was wir kriegen. Wie sieht's mit den Suchern aus? Aktiviert. Da unten sind viele Scabs. Ich habe eine Landezone, aber da wird ein Willkommenszug sein. Ja, wir sind jetzt hier gelandet und haben auch mal hier gefunden und hier sind wir nicht alleine zur Abwechslung, wie es aussieht. Na gut, dann warten wir den Kontern ab. So. Okay. Ein Willkommenstrupp! Ich bin umringt von Scrappern! Ja, eine kleine Fehlberechnung meinerseits. Das kriege ich wieder hin. So, mal kurz erledigt. Das hat wehgetan. Ihr habt ja mal erledigt. Okay, weg. Weg, Volltreffer. So, was will der? Was ist das hier? Meine Leute alle tot? Na super. Wähle ich. Ach, komm schon. Du lebst noch. Okay, wir sind im Geschäft. Der Schlepper kommt. Wir haben einen Tanker zu füllen. Okay, mach den Förderturm bereit. Alle Rifts müssen angezapft und abgeschlossen werden. Bitteschön. Förderturm 1 bereit. Warte auf dein Zeichen. Okay. Nee, die Ladezeit ist nur beim ersten Mal, wenn man das Spiel lädt, halt unheimlich lang. Einmal zum Spielstart und dann auch zur ersten Mission, die man startet. Trotzdem, ich finde die Ladezeiten ziemlich lang, muss ich mal sagen. Achso, nee, das bin ich hier. Gut. Riftextraktor. Liefert Riftenergie. Ja, los. Sieht gut aus. Energie fließt in die Tanker. Nur noch zwei Rifts zu schließen, dann können wir den Schlepper füllen.
den Job abschließen. Oh, nur ein kleines Problem. Scabs, die geben diese Staubloch einfach nicht auf. Wir müssen schnell sein. Razorbacks bereit machen. Wird erledigt. Die Garage ist im Laderaum. Und ich bräuchte ein paar Jungs von der Pipeline zur Unterstützung. Bin schon dran. Garage und Außenposten sind bereit. Aha. Ja, mal einen Riffs anzapfen. Okay. Hier können Verbündete wieder einsteigen. Außenposten. Gut. So. Super. Oh, komm schon. Komm gleich schon. Das ist ja gut. Wachturm. Da ist noch wieder was gesehen, ne? Kann man gleich mal. Kanonenbunker. Verstärkte Stellung mit Waffen. Kann ich nicht stellen. Ja, so, das ist ein guter Ort. So, sind gleich mit Waffen drin. Super. Ja, genau. Dann mal hier hoch. Bin einstecken hier mit Waffen. So, kann man irgendwas machen hier? Da ist einer. Da ist einer, gut, den kann man mal gleich mal erledigen, der ist weg. Und noch einer hinten. Scharfschütze bin ich jetzt. Ich habe Schütze. Die kriegen wir gar nicht mit, ne? Das Riffenergie. Weg. Ich meine sofort Munition, ja. Voll erwischt. Dann noch wer? Da hinten ist auch noch ein Stützpunkt, aber da kommen wir noch nicht dran von hier. Gut. Passiert da nichts. So. Garage. Oh, meine Garage, hä? So. Okay. Gas und Bremsen. Kann man auch. Komm her. Okay. Willst du wechseln? Aha, kann die auch so machen. Nur die bleibt aber hier. Was ist vor? Ah, ich mach das Ding kaputt. Ah. Ist der? Okay, das natürlich auch ganz gut. Super. Okay. So, bevor wir den machen, machen wir selber hier nochmal. Bauen nochmal eine kleine Basis auf. Deswegen klingt nicht. So.
Okay, dann bauen wir hier nochmal einen Außenposten. Ich könnte Verbündete brauchen, Cutter! So. Können wir gleich noch mehr? Was ist denn da irgendwie jetzt für ein Ding? Ah ja. Und vor allem meine Leute weg. Ich fahre einfach durch die Wildnis hier, Experten. Ne? Na gut. Und dann irgendwas hier? Geschütz? Nee, erstmal nicht, oder? So. Luftenergie. Cutter, Wörtertop. Okay, da kommt er. Machen die da? Hab dann das Gefühl, dass diese Idioten als hingefahren sind. Ja. Ich will nicht wissen, was los ist. Und vorher, jetzt habe ich ja gar kein. Habe ich ja hier gar kein weiteres Fahrzeug mehr hier. Na, ein bisschen mehr Energie können wir gebrauchen. Na, immer, ich habe ja kein Fahrzeug mehr hier. So. Okay, da ist ein Fahrzeug. Was machen die jetzt? Die holen wir nur nicht ab, oder? Ja, das Schlimme. Wäre schlimm, wenn wir einfach abhauen würden. Gedrückt halten, ich glaub. Aha. Ach, hab nur einen. Naja. Werk mal ab. Ich will da hin. Ja, was? Wo bist du denn lang gefahren, Mann? Idiot. So. Immer rumfahren hier. Und das? Hier war glaube ich mal eine MOV, also eine Versorgungsdepot heißt es hier, genau. Was ist das hier mit den Leuten? Haben wir schon? Immer bevor ich. Da will ich immer das auch wieder aufbauen. Das ist ja eine coole Idee. Klingt mir gar nicht so dämlich. Die wieder aufzubauen hier. Versorgungsdingen hier. Versorgungsbunker. Wenn überhaupt das überhaupt geht. Sieht nicht so aus, als würde das gehen, hä? Kann ich die aufbauen? Hol ich mir. Ah, ich kann nur zwei aufbauen. Ist ja blöd.
Gib mir Versorgungsbunker! So. Da kann ich nur eine beschränkte Anzahl an Außenposten bauen? Ist ja blöd. Na gut. Was haben wir noch eigentlich hier? Ah, Sprengstoff? Sensorsprengstoff. Okay. Ich fahr noch mal zurück. Ah. Ja, genau. Fahr noch mal zurück. Da kann ich den einen wieder abbauen. Ah, da kommen auch Verstärkungen. Die kommen jetzt erst an. Immer nur, wenn man in der Nähe ist, oder was? Oh, das war nicht so optimal. Kann ich irgendwie reparieren hier? Ne, sieht nicht so aus. Soll ich mal dieses Ding mal wieder abbauen? Oder den anderen? Die machen sie doch einen Stopp, dann sollen sie machen, meinetwegen. Oder der nächste? Okay, ab die Post. Ja? Oh. Die Zeit ist knapp. Alle drei Fördertürmer müssen pumpen, um den Schlepper zu füllen. Ja, hör mir drum kümmern. Und hier nochmal, ja, ne? Gut, dann fahren wir da direkt dahin.